Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Die Kirche Gottes hält ja diese Woche das Posaunenfest. Und diese Predigt, die ich heute gebe, die kann sehr wohl auf das Posaunenfest gemünzt sein. Sie ist aber auch eine in gewisser Weise zeitlose Predigt, in dem, was heute ich ausführen möchte, an jedem anderen Tag und auch ganz besonders am wöchentlichen Sabbat angehört werden kann. Ich möchte Sie von vornherein warnen, es sind dies keine sehr angenehmen Bemerkungen, die ich heute machen werde. Aber das Posaunenfest ganz besonders ist ja auch eine Zeit sowohl großer Freude als auch großer Trübsal. Schauen Sie, es geht nicht nur um die siebte Posaune, den Zeitpunkt der Wiederkehr Jesu Christi, der Zeitpunkt, wenn seine Geheiligten verwandelt werden zu Geistwesen, wenn sie noch leben werden, oder diejenigen, die in Christus gestorben sind, werden dann auferweckt werden und verwandelt werden zu Geistwesen. Es geht ja um die Posaunen, nicht nur die siebte Posaune. Und das Buch der Offenbarung beschreibt uns zum Beispiel sieben Posaunen und schreckliche Ereignisse, die diese Posaunen ankündigen werden. Sie können das beginnend in Offenbarung Kapitel 8 lesen. Heute möchte ich auf Ereignisse eingehen, die sich hauptsächlich auf das moderne Haus Israel und Juda beziehen. Ich hatte ja in zwei Predigten bereits schon viel darüber gesprochen. Und einige mögen sagen, ja, aber ich lebe ja nicht in England oder in einigen der Commonwealth-Nationen, wie Australien, Neuseeland, Kanada und so weiter. Und ich lebe ja auch nicht in Amerika. Und wenn es um das Haus Juda geht, ich lebe ja auch nicht im Staat Israel oder ich bin kein Jude. Wieso soll das für mich dann interessant sein? Nun wissen Sie, meine Damen und Herren, die Ereignisse, die in der Bibel geschildert werden, die kommen werden, die bald kommen werden, die beziehen sich auf jeden Menschen. Es ist total unerheblich, wo sie leben, wer sie sind. Denn alles das, was zum Beispiel zunächst einmal im Hinblick auf das moderne Haus Israel, das moderne Haus Juda sich entwickeln wird, und ich spreche hier von Amerika, ich spreche hier von Großbritannien, ich spreche hier von den Juden allgemein, wird sich auf sie beziehen. Das wird dahin führen, dass ihr persönliches Überleben in Frage gestellt werden könnte. Schauen Sie, wir sprechen gemeinhin von einem Ereignis, das die Bibel als die große Trübsal bezeichnet. Wussten Sie, dass die große Trübsal zunächst einmal sich gegen das Haus Israel und das Haus Juda und geistliche Israeliten richtet? Aber dieses Ereignis, das wir die große Trübsal nennen, wird ja weitere Entwicklungen nach sich ziehen, die am Tage des Herrn geschehen werden, die in der Wiederkunft Christi kulminieren werden. Aber diese Zeit wird als eine Zeit beschrieben, laut den Worten Jesu Christi, die es noch nie gegeben hat, so schrecklich, so furchtbar, die es nie wieder geben wird. Und wir lesen auch, dass wenn Jesus Christus nicht zurückkommen würde, um diese Ereignisse zu verkürzen, kein Mensch am Leben bleiben würde. Das beinhaltet sie. Das beinhaltet mich. Ich sagte eben, die große Trübsal wird sich nicht nur gegen das physische Haus Israel und das physische Haus Juda wenden, sondern auch gegen geistliche Israeliten. Wer ist damit gemeint? Die Kirche Gottes ist heute das Israel Gottes. Paulus macht deutlich, dass wenn Sie ein bekehrter Christ sein wollen, müssen Sie teilhaben an dem geistlichen Israel, an der Kirche Gottes. Man hört heute viel von individuellem Christentum, wo Menschen meinen, sie könnten auf sich alleine gestellt das Heil erlangen. Das lehrt uns die Bibel keineswegs. Schauen Sie, Jesus Christus ist das Haupt der Kirche, das Haupt seines Leibes. Ich spreche natürlich jetzt von dem wahren Leib Christi, nicht von den vielen Organisationen, die alle vorgeben, Teil der Kirche Gottes zu sein und es nicht sind. Und wir wissen ja auch und können ja auch feststellen, wer Teil der wahren Kirche ist. Das sind Menschen, die zumindest einmal lehren, dass die Gebote Gottes weiterhin zu halten sind. Alle die, und das sage ich jetzt ganz dogmatisch, und ich weiß, dass ich viele vielleicht damit jetzt vor den Kopf stoßen werde, alle die, die behaupten, Christus kam, das Gesetz Gottes abzuschaffen, gehören nicht, können nicht zum wahren Leib Christi, der wahren Kirche gehören. Christus sagt durch seinen Apostel Johannes, wer das sagt, ich kenne ihn, ich kenne Gott und halte seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht.
Ich hatte vor einiger Zeit eine Predigt gegeben über Schutz vor kommendem Unheil und hatte gesagt, dass einige der Kirche Gottes, einige der wahren Mitglieder Gottes, der wahren Jünger Christi, vor diesem kommenden Unheil geschützt werden und beschützt werden. Aber das bezieht sich nicht auf alle. Nicht jeder, der sogar in der wahren Kirche Gottes ist, wird diesen Schutz erhalten. Schauen Sie, Christus sagte, wachet alle Zeit und betet, dass ihr als würdig erachtet werdet, allem diesen zu entfliehen, was kommen soll. Und dann letztendlich vor den Menschensohn gestellt zu werden. Wenn wir nicht verstehen, wer heute die modernen Nachfahren des Hauses Israel sind, wer heute das Haus Juda ist, können wir nicht die Zeichen der Zeit begreifen, können wir nicht verstehen, wie es zu dieser großen Trübsal kommen wird, wer alles zu diesen Nationen gehören wird, die beitragen werden an diesen Geschehnissen. Können wir auch nicht verstehen, warum es wichtig ist, heute auf Ereignisse in der Welt zu achten, im Hinblick auf die Prophezeiungen der Bibel. Also alles das, was ich heute behandeln werde, geht Sie ganz unmittelbar an. Und wenn Sie ein wahrer Christ sind, wenn Gottes Geist in Ihnen lebt, dann sind Sie auch ein geistlicher Israelit. Und diese Prophezeiungen, die sich hier auf das physische Israel beziehen, können sich auch auf das geistliche Israel beziehen, wenn wir nicht den Schutz Gottes erlangen werden. Also meinen Sie nicht, dass was heute in dieser Predigt behandelt wird, das geht Sie gar nichts an oder das könnte Sie kalt lassen. Wenn Sie das kalt lässt, dann hat Gott auch nicht unbedingt sehr viel Gefallen an Ihnen. Noch ein Wort zur Warnung. Ich habe einige Zuschriften erhalten von Leuten so über die Monate hinweg, die sich gerne taufen lassen möchten. Aber als sie dann hörten, dass man in die Kirche Gottes getauft wird, denn das ist das, was die Bibel sagt, damit zu einem Teil des Leibes Christi werden, da hatten sie kein Interesse mehr daran. Die wollten lieber ihren individuellen christlichen Weg beschreiten. Nicht wissen, dass Christus sagte, dass ich der Weinstock bin und ihr seid die Reben. Und wer sich von mir entfernt, wer sich von mir abschneidet, der wird nicht blühen, der wird nicht gedeihen. Christus ist das Haupt seiner Kirche, seines Leibes. Sie können nicht teilhaben an Christus, wenn Sie seinen Leib, seinen wahren Leib verleugnen und mit dem nichts zu tun haben wollen. Was ich jetzt mit Ihnen besprechen werde, ist an Offenheit kaum noch zu überbieten. Aber Gott zeigt uns, wie besorgt er um uns ist. Und er zeigt uns auch, was uns bevorsteht. Und da Gott die Person nicht ansieht, können wir davon ausgehen, dass alles das, was zunächst einmal für das Haus Israel und für das Haus Juda prophezeit ist, auch für andere Nationen gelten wird, was in der Tat der Fall ist. Aber es wird bei dem Haus Israel und dem Haus Juda beginnen. Schauen wir uns im Hesekiel-Buch, Kapitel 5 an. Schauen Sie, Hesekiel war ein Prophet, der lebte bei den Gefangenen Babylons. Der war ein Prophet des Hauses Juda. Als Hesekiel schrieb, da war das Haus Israel, das Nordreich mit Samaria als Hauptstadt, da waren die schon längst in die Versklavung geführt worden durch die Assyrer. Hesekiel beschreibt nicht eine Versklavung des alten Hauses Israel, das noch kommen würde zur damaligen Zeit. Er beschreibt Prophezeiungen, die für uns heute gelten müssen. Er war bei den Gefangenen, den Versklavten des Hauses Juda in Babylon, als er diese Dinge schrieb, als Gott ihm diese Visionen gab. Hesekiel Kapitel 5, lesen wir angefangen in Vers 9. Hesekiel Kapitel 5 und in Vers 9. So will ich mit dir umgehen. Nun, wer ist gemeint? Wenn wir zurückkehren zu Kapitel 5 und Vers 4, dann wird hier das ganze Haus Israel angesprochen. So sagt er in Vers 9, so will ich mit dir umgehen, wie ich es nie getan habe und auch nicht mehr tun werde, um aller deiner Gräuel willen. Darum sollen in deiner Mitte, Vers 10, Väter ihre Kinder und Kinder ihre Väter fressen.
Und ich will solches Gericht über dich ergehen lassen, dass alle, die von dir übrig geblieben sind, in alle Winde zerstreut werden. Begreifen wir, was hier gesagt wird. Wir wissen ja von den vier Reitern der Apokalypse, die im Buch der Offenbarung beschrieben werden, dass es religiöse Verführung geben wird, dass es Kriege geben wird, dass es Seuchen und Hungersnöte geben wird. Noch bevor die große Trübsal beginnt, aber wenn sie beginnt, dann werden diese Ereignisse natürlich noch zunehmen an Stärke. Hier wird, meine Damen und Herren, Kannibalismus beschrieben, in der Endzeit. Obwohl man sich das kaum vorstellen kann. Aber die Situation wird so schlimm werden, dass sogar die Menschen alles essen werden, was ihnen dann auch unter die Hände kommt. Wir haben ja vielleicht von Ereignissen gehört, wo jemand im Flugzeug abgestürzt ist und da sind einige überlebt und haben überlebt. Und dann hat man sich sogar darauf geeinigt damals, dass dann, wenn jemand stirbt, andere sich dann von seinen Überresten ernähren werden, um zu überleben. Man hat von gewissen minimalen Episoden gehört, damals im Jahre 70 nach Christus, als in Jerusalem die römische Armee einfiel. Und Josephus hat uns davon Bericht gegeben, dass damals bereits schon gesehen wurde, wie in kleinem Maße Kannibalismus betrieben wurde in Jerusalem, weil eben nichts mehr zu essen da war. Das wird in einem weitaus größeren Maße geschehen und nicht unbedingt nur für die Israeliten, die Nachfahren des Hauses Juda. Schauen Sie, es wird hier Folgendes gesagt in Vers 12. Es soll ein Drittel von dir, und es geht hier um das Haus Israel hauptsächlich, also nicht nur die Juden, die damals in alle Winde zerstreut worden sind, sondern auch die Israeliten, die modernen Nachfahren des Hauses Israel, heißt es, die werden in alle Winde zerstreut werden, in der Zukunft. Das war ja damals noch nicht unbedingt geschehen, da wurden sie alle zusammen von den Assyrern versklavt. In der Zukunft werden sie von vielen Ländern und in viele Länder gebracht werden. Es soll ein Drittel von dir an der Pest sterben und durch Hunger vernichtet werden, in deiner Mitte. Und das zweite Drittel soll durchs Schwert fallen, also durch Krieg, rings um dich her. Und das letzte Drittel will ich in alle Winde zerstreuen und will hinter ihnen her das Schwert ziehen. Und dann sagt er, so soll mein Zorn vollendet werden in Vers 13. Jedes Mal, wenn Sie das lesen, Gottes Zorn, Gottes Grimm, wissen Sie, es geht um den Tag des Herrn, wo Gott seine letzten sieben Plagen seines Zornes ausschütten wird. Und das Buch der Offenbarung sagt uns, damit wird sein Zorn vollendet. Es geht klar um eine zukünftige Prophezeiung. Ein Drittel soll durch die Pest, durch Seuchen vernichtet werden, ein Drittel durch das Schwert, durch den Krieg. Und das letzte Drittel, das soll in alle Winde zerstreut werden, wie es heißt, und dann wird aber das Schwert nach wie vor hinter denen her sein. Andere Stellen im Buch Jesaja sagen uns, dass nur 10% überleben werden. Und selbst von diesen 10% werden noch viele sterben. Und nur ein Stumpf wird überleben im Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu Christi. So wie sie einen Baum abfällen. Und dann ist vielleicht noch ein Stumpf vorhanden. Und aus diesem Stumpf sollen dann erneut wieder Äste hervorgehen. Und das ist das Bild, was uns gegeben wird, dass im Millennium dieser letzte Rest der überlebenden Israeliten, ich spreche jetzt hier von Amerikanern, von Briten, von Australiern, Kanadiern und von Juden, dass die dann, die noch überleben werden, im Millennium sich erneut wieder vermehren werden. Das sind keine Prophezeiungen hier, die man einfach so von sich abschütteln sollte. Gott ist sehr offen hier mit dem, was er sagt. Wir werden noch sehen, wie offen er ist. Aber er sagt es uns zur Warnung. Die meisten Menschen heute lachen darüber, kümmern sich nicht darüber, meinen, das hat ja alles gar keinen Wert für uns heute. Keinerlei Bezug, Punkt. Sie werden eine große Überraschung erleben. Kapitel 6. Hesekiel Kapitel 6. Lesen wir angefangen in Vers 9. Diese eure Entronnenen werden dann an mich denken. Unter den Völkern, wohin sie gefangen weggeführt sind. Schauen Sie, es geht um eine zukünftige Gefangenschaft. Dann werden sie, wie wir noch sehen werden, sich bekehren, wenn sie in dieser großen Trübsal dann stecken werden. Wenn ich ihr abgöttisches Herz, das von mir gewichen ist, und ihre abgöttischen Augen, die nach ihren Götzen sahen, zerschlagen habe,
und es wird sie ekeln vor all dem Bösen, das sie mit all ihren Gräueln begangen haben. Und sie werden erfahren, dass ich der Herr bin. Nicht umsonst habe ich geredet, solches Unglück ihnen zu tun. Wer ist angesprochen? Vers 11, so spricht Gott der Herr, schlag deine Hände zusammen und stampfe mit deinem Fuß und sprich, wehe über alle schlimmen Gräuel des Hauses Israel. Schauen Sie, es geht nicht nur um die Juden hier, es geht um das Haus Israel hauptsächlich, die modernen Nachfahren des Hauses Israel. Die werden als ein abgöttisches Volk beschrieben, zunächst einmal. Deretwegen, heißt es hier, sie durch Schwert, Hunger und Pest fallen müssen. Wer ferne ist, wird an der Pest sterben. Können Sie sich das vorstellen, dass es zu gewaltigen Seuchen kommen wird, die nicht nur das Haus Israel und das Haus Juda plagen werden? Diese Seuchen werden weltweit sein. Gewaltige Epidemien, gewaltige Hungersnöte. Die meisten meinen heute, das könnte ja gar nicht mehr passieren. Nun, Gott sagt, es wird passieren. Wer nahe ist, heißt es hier in Vers 12, der wird durch das Schwert fallen. Wer aber übrig bleibt und davor bewahrt wird, der wird vor Hunger sterben. So will ich meinen Grimm unter ihnen vollenden. Es heißt, die Israeliten, die werden dann zur Besinnung kommen. Die werden sich vor allem ihrem Bösen, was sie getan haben, ekeln. Ekeln wir uns heute vor all dem Bösen, das wir tun oder denken? Wie ich sagte, wir sollten diese Stellen auf uns selbst beziehen, wenn wir geistliche Israeliten sind oder werden wollen. Ekeln wir uns vor all dem Bösen, das wir getan haben, das wir vielleicht noch tun? Ein anderes Wort für Reue zeigen. Reue bedeutet ja, man sieht ein, wie falsch man gehandelt ist, wie falsch man ist. Und legt das ab. Und ändert sein Herz. Und beginnt das Richtige zu tun. Um auf die Taufe zurückzukommen. Gott sagt, er wird seinen Heiligen Geist nur denen geben, die ihm bereits gehorchen. Die bereits begonnen haben, in diesem Leben Gott zu zeigen, dass sie willens sind, seine Gebote zu halten. Das Falsche abzulegen. Sie können es natürlich nicht vollkommen tun, zunächst einmal deshalb, weil kein Mensch vollkommen ist und auch deshalb, weil zunächst einmal der Heilige Geist noch nicht in ihnen ist. Schauen Sie, Christus sagte ja seinen Jüngern, als er noch bei ihnen war, der Heilige Geist ist jetzt mit euch. Er war mit ihnen, weil Jesus Christus bei ihnen war und er hatte den Heiligen Geist seines Vaters in sich. Aber er sagte, aber er wird in euch sein, in der Zukunft. Und dann wird er euch alles lehren. Und dann werdet ihr euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und dieser Zeitpunkt kam natürlich, wie er in Apostelgeschichte 2 beschrieben wird, als der Heilige Geist ausgegossen wurde über die Völker, über die zunächst einmal die Jünger Jesu Christi und dann alle, die da waren und sich taufen ließen. Dann war er in ihnen, vorher war er mit ihnen. Aber schauen Sie, viele, die Jünger Jesu Christi waren, die bereits von Gottes Geist geführt wurden, die haben sich nachher von ihm abgewendet, als Christus Dinge sagte, die sie nicht verstehen konnten, die sie nicht verstehen wollten. Und nur sehr wenige waren dann Christus treu geblieben und nur sehr wenige wurden zunächst einmal dann getauft, wie es in Apostelgeschichte oder vielmehr mit dem Heiligen Geist dann versehen, wie es in Apostelgeschichte beschrieben steht, in den ersten beiden Kapiteln. Die Frage ist, wollen wir in der gleichen Kategorie sein, die hier beschrieben werden, diese Menschen, die sich zunächst einmal natürlich nicht vor dem Bösen ekeln, das sie tun? Oder wollen wir zu einer anderen Kategorie gehören? Wenn Sie meinen Worten heute zuhören, dann besteht die Wahrscheinlichkeit. Und wenn Sie vor allen Dingen das akzeptieren, was ich Ihnen sage, was ich Ihnen aus der Bibel vorlese, darauf kommt es an, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Gott Sie beruft. Und zwar zu seiner Wahrheit. Aber dann erwartet er auch von Ihnen, dass Sie die Konsequenzen ziehen, dass Sie etwas dazu tun. Aber die Entscheidung dann liegt bei Ihnen. Lesen wir weiter. In Kapitel 6. In Vers 13. Wenn das alles geschehen wird, sagt Gott, dann werdet ihr erfahren, oder dann sollt ihr erfahren, dass ich der Herr bin.
Schauen Sie, die meisten Menschen heute, ob sie jetzt in Amerika leben, ob sie jetzt in England leben, ob sie jetzt in Deutschland leben, in der Schweiz, in Österreich, im kontinentalen Europa, in Russland, in China, was für ein Land sie auch immer erwähnen wollen, die meisten Menschen kennen heute Gott keineswegs. Nicht den wahren Gott der Bibel. Sie mögen an Gott glauben, aber glauben Sie an den wahren Gott der Bibel, der sich hier in diesen Stellen offenbart? Einige haben mir geschrieben und gesagt, ja, Sie lehren ja eine falsche Lehre, weil Gott ja nicht straft. Gott ist ja Liebe und Gott als liebender Gott kann ja niemanden strafen. Eine total irrsinnige Idee, die dem, was in der Bibel beschrieben steht, im krassesten Widerspruch steht. Gott sagt, dann sollt ihr erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ihre Erschlagenen mitten unter ihren Götzen liegen, um ihre Altäre her. Oben auf allen Hügeln und oben auf allen Bergen und unter allen grünen Bäumen, unter allen dichten Eichen, überall, wo sie all ihren Götzen lieblichen Opferduft da brachten. Ich meine, wir sollten uns darüber klar werden, dass heute auch vielfach solche Praxis herrscht. Man meint, man würde es zu Ehren des wahren Gottes tun. Aber tut man es zu Ehren des wahren Gottes? Oder hat man sich einen Götzen geschaffen, den man jetzt huldigt auf diese Weise? Kapitel 7 und Vers 19. Auch das wird noch geschehen. Sie hören von der großen Depression. Sie hören heute von Rezession und möglicherweise Depression. Alles das wird in unglaublicher Weise minimal sein zu dem, was wirklich geschehen wird. In Kapitel 7 und Vers 19. Sie werden ihr Silber hinaus auf die Gassen werfen und ihr Gold wie Unrat achten. Schauen Sie, heute denkt man, dass man, wenn man nur genug Gold und Silber hätte, dann könnte man getrost in die Zukunft blicken. Gott sagt, ihr Silber und Gold kann sie nicht erretten. Am Tage des Zornes des Herrn. Sie werden sich damit nicht sättigen, ihren Bauch damit nicht füllen. Denn es wurde zum Anlass ihrer Missetat. Viele heute, die reich sind, die denken gar nicht daran, sich in irgendeiner Form Gott unterordnen zu wollen. Die meinen, sie hätten es nicht nötig, sie haben ja alles, was sie brauchen. Gott sagt, wenn der Tag kommt, der Tag meines Zornes, alles das wird total nutzlos sein. Ohne Bedeutung, ohne Hilfe. In Kapitel 22, Ezechiel 22, lesen wir angefangen in Vers 14. Ezechiel 22 und angefangen in Vers 14. Da sagt er, meinst du aber, dein Herz kann standhalten? Oder deine Hände werden festbleiben zu der Zeit, wenn ich an dir handle? Ich, der Herr, habe es geredet und will es auch tun. Und ich will dich zerstreuen unter die Heiden und dich verstoßen in die Länder und will mit deiner Unreinheit ein Ende machen. Und du wirst bei den Heiden als verflucht gelten. Dann wirst du erfahren, dass ich der Herr bin. Wer ist angesprochen? Vers 18. Du Menschenkind, das Haus Israel ist mir zu Schlacken geworden. Sie alle sind Kupfer, Zinn, Eisen und Blei im Ofen. Ja, zu Silberschlacken sind sie geworden. Vers 26. Hier wird uns deutlich gesagt, warum Gott heute so zornig ist. Über das Haus Israel, über das Haus Juda, über alle Welt, die in diese Kategorie hineinfällt. Und dies zeigt uns auch deutlich, dies ist ja eine eindeutige Prophezeiung für die Zukunft, wie nicht nur unsinnig, sondern wie sogar gottlos, und ich sage das jetzt ganz bewusst, gottlos, die Lehre ist, Christus sei gekommen, das Gesetz Gottes abzuschaffen. Schauen Sie, wenn Sie zum geistlichen Israel gehören, wenn Sie ein wahrer Christ sind, dann ist doch deutlich, dass das, was Gott damals den Israeliten geboten hat, was zeitlose Gesetze waren, ich spreche jetzt nicht von Ritualgesetzen, die nur vorübergehend eingeführt wurden, dass die heute noch gültig sind, gültig sein müssen. Und so sagt er hier in Vers 16 oder in Vers 26, seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen, was mir heilig ist.
Das ist ein Grund, ein wichtiger Grund, warum Gott dieses Unheil über diese Welt ausgießen wird. Zunächst einmal über das Haus Israel und Juda, die es hätten besser wissen sollen, aber dann auch über alle Menschen. Sie machen zwischen heilig und unheilig keinen Unterschied und lehren nicht, was rein oder unrein ist. Wie diese Speisegesetze, ach was, die haben doch keinerlei Gültigkeit heute mehr. Und von meinen Sabbaten, dem wöchentlichen Sabbat und den jährlichen Sabbaten, den jährlichen heiligen Tagen, wie zum Beispiel dem Posaunenfest, da schließen sie die Augen zu. Und so werde ich unter ihnen entheiligt. Und Gott sieht das nicht sehr gerne, wenn er unter seinem Volk entheiligt wird. Das gilt auch für diejenigen, die zum wahren Christentum geführt werden. Wir müssen begreifen, dass wir einen Unterschied machen müssen zwischen heilig und unheilig, zwischen rein und unrein. Dass wir Gottes Gesetze halten müssen, dass wir Gottes Tage halten müssen, dass wir die heidnischen Tage, die diese Welt eingeführt hat, nicht mehr halten dürfen, wie zum Beispiel Weihnachten, Ostern, Halloween und wie diese Tage alle heißen. Die Welt wird letztendlich dies erkennen. Heute erkennt sie es keineswegs. Wenn wir von Gefangenschaft sprechen, es gab in der Vergangenheit die Gefangenschaft des Hauses Israel, die wurden zu den Assyrern geführt. Es gab dann die Gefangenschaft des Hauses Juda, die wurden zu den Babyloniern nach Babylon geführt. Es gab dann um das Jahr 70 herum eine weitere Gefangenschaft, aber diesmal nur des Hauses Juda, als damals die Römer in Jerusalem einfielen und viele in die Gefangenschaft führten. Aber schauen Sie, niemals in der Geschichte, hat eine Gefangenschaft stattgefunden im gleichen Zeitpunkt für das Haus Israel und das Haus Juda. Das hat es nie gegeben. Das waren immer zeitlich verschiedene Gefangenschaften. In der Zukunft wird genau das geschehen. Ich habe dies verschiedentlich in unseren auf Posten stehenden Programmen angedeutet, dass wenn die große Trübsal beginnt, das Haus Israel und das Haus Juda, also mit anderen Worten, die Amerikaner und die Briten zum Beispiel, und die Juden, im gleichen Zeitpunkt fallen werden. Und Leute haben mich gefragt, ja, wie kann ich das sagen? Und schauen wir uns zum Beispiel hier Jeremia Kapitel 50 an. Jeremia Kapitel 50. Jeremia Kapitel 50 und Vers 33. Wenn wir an das Posaunenfest denken, dann denken wir auch an die sieben Posaunen. Da denken wir auch an die Kriege. Da denken wir besser an die Kriege, die kommen werden. Jeremia Kapitel 50 und Vers 33. So spricht der Herr Zebaoth: Siehe, die Leute von Israel samt den Leuten von Juda müssen Gewalt und Unrecht leiden. Alle, die sie gefangen weggeführt haben, die halten sie fest und wollen sie nicht loslassen. In der englischen Übersetzung ist das noch deutlicher. Da wird gesagt, siehe, die Leute von Israel zusammen mit den Leuten von Juda müssen Gewalt und Unrecht leiden. Mit anderen Worten, es wird zum gleichen Zeitpunkt geschehen, wenn diese Gefangenschaft beginnen wird. Dieser Krieg, der von kontinentalen europäischen Mächten gegen Amerika, gegen England und gegen das Haus Juda geführt werden wird. Unter einem mächtigen, charismatischen, militärischen Führer, der in der Bibel das Tier genannt wird. Zusammen mit einem religiösen Führer, der in der Bibel der falsche Prophet genannt wird. Die werden die große Trübsal beginnen. Diese große Trübsal wird sich an das Haus Israel und an das Haus Juda richten und an die Kirche Gottes. Ein Märtyrertum wird ja klar und deutlich beschrieben zum Zeitpunkt der großen Trübsal. Lesen wir auch das Buch Hosea. Hosea, Kapitel 5.
Hosea Kapitel 5 und lesen wir Vers 5. Hosea Kapitel 5 und Vers 5. Wieder Israel zeugt seine Hoffart. Darum sollen Israel und Ephraim fallen. Ephraim war ja derjenige, der das Erstgeburtsrecht erhielt durch die Segnungen des Jakob. Also wird hier ganz besonders jetzt Ephraim angesprochen. Darum sollen Israel und Ephraim fallen unter oder um ihrer Schuld willen. Auch Juda soll mit ihnen fallen. In englischen Übersetzungen zusammen mit ihnen fallen, zum gleichen Zeitpunkt. Und dann heißt es in Vers 14 im gleichen Kapitel: Denn ich bin für Ephraim wie ein Löwe und für das Haus Juda wie ein junger Löwe. Ich zerreiße sie und gehe davon. Ich schleppe sie weg und niemand kann sie retten. Gott lässt dies zu, um denen zu zeigen, wie sehr sie abgefallen sind von Gott. Aber er wird sich dann auch an die anderen Nationen wenden, diejenigen, die Ephraim und Manasse und Juda und das Haus Israel versklaven werden. Denn die sind auch keineswegs besser und gerechter als die. Und Gott, wie ich sagte, sieht ja die Person nicht an. Und deswegen wird es zu einem solchen gewaltigen Weltkrieg kommen, dass, wenn Christus nicht eingreifen würde, diese Tage verkürzen würde, niemand würde am Leben bleiben. So gewaltig, so schrecklich werden diese Ereignisse sein. Schauen Sie, in der Geschichte der Gefangenschaft Israels, des Hauses Israels, hat es niemals einen Augenblick gegeben, wo alle Städte des Hauses Israels verlassen wurden, wo die alle zerstört wurden, wo die alle verödet wurden. Als damals das Haus Israel in die Gefangenschaft geführt wurde, schauen Sie, was die Assyrer da taten im Hinblick auf die Städte des Hauses Israel. Schauen wir uns dies im zweiten Buch Könige an. Im zweiten Buch Könige in Kapitel 17. Zweiten Buch Könige, Kapitel 17 und Vers 24. Zweiten Buch Könige, Kapitel 17 und Vers 24. Da heißt es, nachdem also Israel, das Haus Israel, von den Assyrern in die Gefangenschaft geführt wurde, weggeführt wurde aus ihrem Land, der König von Assyrien aber ließ Leute von Babel kommen, von Kuta, von Ava, von Hamat und Sepharvayim, und ließ sie wohnen in den Städten von Samarien. Samaria war ja die Hauptstadt des Hauses Israel, des Nordreiches, an Israels Stadt. Und sie nahmen Samarien ein und wohnten in seinen Städten. Also damals wurden die Städte bevölkert. Das Land war nicht verwüstet, verödet, verlassen. Damals nicht. Aber die Bibel sagt uns, dass in der kommenden Gefangenschaft ganz genau das der Fall sein wird. Was uns auch wiederum zeigt, dass diese Prophezeiungen, die wir jetzt lesen werden, nicht auf das damalige Haus Israel gemünzt sein konnten. Schauen wir uns Hesekiel Kapitel 6 an. Hesekiel Kapitel 6 und Vers 6. Und denken wir daran, als Hesekiel dies schrieb, da war Israel, das Haus Israel, schon lange in der Versklavung und Hesekiel lebte in Babylon bei den Juden. In babylonischer Gefangenschaft. Er sagt jetzt in Hesekiel Kapitel 6 und Vers 6. Überall, wo ihr wohnt, sollen die Städte verwüstet und die Opferhöhlen zur Einöde werden. Denn man wird eure Altäre wüst und zur Einöde machen und eure Götzen zerbrechen und zunichte machen und eure Rauchopfersäulen zerschlagen und eure Machwerke vertilgen. Wer ist angesprochen? Wer ist angesprochen? Vers 11. Es geht um die Gräuel des Hauses Israel. Alle Städte des Hauses Israel, die werden verwüstet sein. Wie kann das möglich sein, es sei denn, wir sprechen hier von einem nuklearen Weltkrieg? In Hesekiel Kapitel 12 und Vers 20. Hesekiel Kapitel 12 und Vers 20. Und die Städte, die bewohnt sind, die sollen verwüstet werden. Und das Land öde. Und dann werdet ihr erfahren, dass ich der Herr bin. Auch das eine Bezeichnung, die sich immer auf das unmittelbare Eingreifen Gottes in der Endzeit bezieht. Wenn der Tag des Herrn beginnt, der so ungefähr ein Jahr vor der Wiederkunft Christi beginnt,
Wenn dieser Zeitpunkt eintritt, dann werden allmählich die Israeliten hier und die Menschen im Allgemeinen erfahren. Dann werden sie wirklich erfahren, dass Gott der Herr ist, derjenige, der herrscht, dem wir Gehorsam schulden. Zurzeit wirkt Gott in dieser Weise noch nicht. Und deswegen meinen die meisten Menschen heute, dass Gott vielleicht überhaupt gar nicht existiert oder irgendwo da im nebulösen Raum herumschwebt und keinerlei Bezugnahme hat auf uns heute, um unser heutiges Leben. Schauen Sie, die Welt heute wird von Satan regiert. Es wird klar und deutlich gesagt, Satan ist der Gott dieser Welt. Aber der Zeitpunkt wird kommen, wenn Gott seine Herrschaft über diese Welt beginnt. Und dann werden alle Menschen erfahren, dass Gott der Herr ist. Und werden sich dann ekeln vor dem Bösen, das sie getan haben, das sie heute tun, das sie auch noch in der Zukunft tun werden. Schauen wir uns das Buch Micha an. Micha Kapitel 5. Micha Kapitel 5 und Vers 7. Schauen Sie, das Posaunenfest beinhaltet so viel mehr als nur, wenn ich sage jetzt nur in Anführungszeichen, den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi in unserer Auferweckung. Natürlich ist das ein wichtiger Teil, ein sehr wichtiger Teil dessen, was das Posaunenfest symbolisiert. Aber viel mehr wird angesprochen. Es wird uns gesagt, warum Christus zurückkommen muss, um die Welt vor dem Untergang zu bewahren. Und was ist Ihre Aufgabe dann, wenn Sie verwandelt werden zur Unsterblichkeit, Christus zu helfen, im Millennium über die Menschen zu regieren, sodass diese Dinge nicht mehr geschehen können? Weil dann das Herz der Menschen sich verändern wird. Weil sie dann erkennen werden, wie grausam und gräulich und ungöttlich sie gelebt haben. Micha Kapitel 5 und Vers 7. Ja, die übrig gebliebenen aus Jakob, Israel, die werden unter den Heiden inmitten vieler Völker sein, wie ein Löwe unter den Tieren im Walde, wie ein junger Löwe unter einer Herde Schafe, dem niemand wehren kann, wenn er einbricht, zertritt und zerreißt. Denn deine Hand wird siegen gegen alle deine Widersacher, dass alle deine Feinde ausgerottet werden. Schauen Sie, wir hatten schon davon gesprochen, dass so im Jahr 1800 nach Christus sowohl das britische Commonwealth als auch die Vereinigten Staaten von Amerika begannen, Macht zu gewinnen. Denn nun war die Zeit gekommen, wo Gott sein Versprechen an Abraham, seine Nachkommen zu segnen, erfüllen würde, physisch gesehen. Und dann kam der Zeitpunkt, wo sowohl das britische Commonwealth als auch die Vereinigten Staaten von Amerika unbesiegbar waren. Und sie haben auch ihre Kriege gewonnen. Aber dann würde Gott beginnen, seine Segnungen denen wieder wegzunehmen. Und das wird jetzt im nächsten Vers beschrieben. Vers 9. Zur selben Zeit oder zu der Zeit. Und es geht hier jetzt um den Tag des Herrn, spricht der Herr. Will ich deine Rosse ausrotten? Und deine Wagen zunichte machen. Und will die Städte deines Landes vernichten. Und alle deine Festungen zerbrechen. Und ich will die Zauberei bei dir ausrotten. Und keine Zeichendeuter bei dir bleiben sollen. Oder dass keine Zeichendeuter bei dir bleiben sollen. Ich will deine Götzenbilder und Steinmale aus deiner Mitte ausrotten. Haben wir heute Götzenbilder und Steinmale? Nun muss ich das wirklich jetzt erklären. Wenn wir uns einige der sogenannten christlichen Kirchen anschauen, in die wir dann vielleicht mal hineingehen, um uns mal anzuschauen, was da alles zu finden ist. Wo doch Gott so deutlich gesagt hat, ihr sollt euch kein Bildnis und kein Gleichnis machen von eurem Gott und diese Bildnisse und Gleichnisse nicht anbeten. Ich will deine Götzenbilder und Steinmale aus deiner Mitte ausrotten, dass du nicht mehr anbeten sollst, deine Hände Werk, und will deine Aschera-Bilder ausreißen. Wussten Sie Aschera, eine andere Bezeichnung für Ostern? Das wurde damals schon getrieben, aber damals haben es die Heiden getan. Die Israeliten hatten es übernommen damals, wie das heute das sogenannte traditionelle Christentum es übernommen hat, glaubend, dass damit irgendwie in irgendeiner Form Gott verherrlicht wird. Ich war zutiefst erschüttert, auch als ich jetzt eine Rede des Papstes las, gestern, wo er tatsächlich die unglaubliche Kühnheit, in Anführungszeichen, besessen hat zu sagen, dass die Jungfrau Maria niemals gesündigt hat. Schauen Sie, die Bibel sagt uns klar und deutlich, dass es nur einen Menschen gab, der niemals gesündigt hat, und das war Jesus Christus. Auch die Idee, dass die Jungfrau Maria eine Jungfrau blieb ihr Leben lang, ist ja auch total verkehrt. Denn Jesus Christus hatte ja Brüder und Schwestern, Halbbrüder und Halbschwestern. Die werden ja sogar identifiziert in der Bibel.
Die Jungfrau Maria war eine Jungfrau, als sie Jesus Christus empfing, aber dann keine Jungfrau mehr, nachdem Jesus Christus geboren worden ist. Und zu sagen, dass die Jungfrau Maria eine sündenlose Frau war, ihr ganzes Leben hindurch, ist Blasphemie! Und ich kümmere mich nicht darum, was Menschen dazu sagen. Die Bibel sagt, das ist Blasphemie! Jesus Christus ist der Einzige, der nie gesündigt hat. Er ist das einzige Werkzeug sozusagen, der einzige Weg zum Heil. Und wer das nicht akzeptiert und wer das nicht erkennt, der lehnt damit den einzigen Weg zum Heil ab. Vers 12. Ich will deine Götzenbilder und Steinmale aus deiner Mitte ausrotten, dass du nicht mehr anbeten sollst deine Hände Werk, und will deine Aschera-Bilder ausreißen aus deiner Mitte und deine Städte vertilgen. Und ich will mit Grimm und Zorn Vergeltung üben an allen Völkern. Also nicht nur um das Haus Israel und das Haus Juda geht es hier, an allen Völkern, die nicht gehorchen wollen. Schauen Sie, die Wahrheit wird gepredigt, die Wahrheit befindet sich hier in Gottes Wort. Die meisten Menschen wollen die Wahrheit nicht gehorchen, denn es würde ja Konsequenzen bedeuten. Wie, ich soll jetzt den Sabbat halten? Ich soll jetzt nicht mehr Sonntag halten? Was würden meine Freunde dazu sagen? Was würde mir geschehen mit meinem Beruf? Und ich müsste mich ja absondern von den anderen. Wie, ich soll am Sonntag nicht mehr in die Kirche gehen? Ja, aber was sollen denn alle meine Freunde dazu sagen? Meine Familienmitglieder, die alle sehr katholisch oder sehr evangelisch oder was immer sind, die nicht gehorchen wollen. Gott sagt, über die wird mein Grimm ausgegossen werden. Sie haben die Wahl. Wollen Sie sich den Grimm Ihrer Familienmitglieder zuziehen? Ihrer Freunde? Oder den Grimm Gottes? Welchen Grimm würden Sie lieber ertragen wollen? Nicht nur waren Israel und Juda niemals im gleichen Zeitpunkt in eine Gefangenschaft geführt worden. Es war auch noch niemals der Fall gewesen, dass sie zum gleichen Zeitpunkt aus der Gefangenschaft herausgeführt worden sind. Aber auch das wird klar und deutlich prophezeit, dass dies geschehen wird in der Zukunft, wenn Jesus Christus zurückkommt, im Zeitpunkt der Auferstehung der Gerechten. Dann wird eine Befreiung stattfinden derjenigen, die versklavt sind, ganz buchstäblich. Schauen wir uns kurz in Jeremia Kapitel 16 dies an. Jeremia Kapitel 16 und die Verse 14 und 15. Jeremia Kapitel 16, die Verse 14 und 15. Da sagt Gott, wenn sie ihm glauben wollen. Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Israeliten geführt hat aus dem Lande des Nordens. Assyrien wird oft als das Land des Nordens beschrieben. Und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte. Es wird eine gewaltige Völkerverschiebung stattfinden, wie auch im Dritten Reich, das zu einem gewissen Maße geschehen ist, als damals die Deutschen andere Länder übernommen hatten, versklavt hatten, haben dann die Bevölkerung aufgeteilt, haben gewisse Schichten der Bevölkerung in andere Länder transportiert, als Sklaven, regelrecht als Sklaven. Und das wird in großem Maße wieder geschehen. Aber Gott wird sie aus dem Lande des Nordens herausholen und aus allen Ländern, wo er sie verstoßen hatte, denn ich will sie zurückbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe, das gelobte Land. Schauen Sie, das Haus Israel und das Haus Juda, die Nachkommen, die dann noch übrig sind, die werden zurückgebracht werden von Christus ins gelobte Land. Das hat es noch nie gegeben. Zumindest, was das Haus Israel anbelangt. In Kapitel 23, Jeremia Kapitel 23, angefangen in Vers 3. Und ich will die übrig gebliebenen meiner Herde sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie verstoßen habe, und will sie wiederbringen zu ihren Weideplätzen, und sie sollen wachsen und viel werden. Und ich will Hirten über sie setzen, die sie weiden sollen. Hirten, das könnte sie mit umfassen, wenn sie im Millennium unter Jesus Christus über die Völker herrschen werden, aber in Güte, in Barmherzigkeit, in Gerechtigkeit, nicht in ungerechter Weise, wie das heute in allen Völkern, bei allen Nationen der Fall ist. Nein, in Gerechtigkeit,
könnte sie ein solcher Hirt werden und sein. Es heißt, ich will Hirten über sie setzen, die sie weiden sollen, dass sie sich nicht mehr fürchten, noch erschrecken, noch heimgesucht werden, spricht der Herr. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David, dem König David, einen gerechten Spross erwecken will. Von wem ist hier die Rede? Um das hier ein bisschen ironisch zu sagen, keineswegs von der Jungfrau Maria, schauen Sie, es geht hier um Jesus Christus. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Vers 7. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel, um es ganz deutlich denen zu sagen, die es immer noch nicht kapiert haben. Es geht um die Nachkommen des Hauses Israel, herausgeführt und heimgebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Und es gibt noch mehrere Prophezeiungen, die ich jetzt lesen könnte, aber aus Zeitgründen nicht lesen will. Zum Beispiel, Sie können sich das nachher selbst anschauen. In Jeremia Kapitel 30 und Vers 3. In Jeremia Kapitel 33 und Vers 7. In Jeremia Kapitel 50 und Vers 4. In Jesaja Kapitel 11, die Verse 11 und 12. Und auch im Buch Hosea. An der Stelle, die wir das letzte Mal bereits gelesen haben, Kapitel 2 und Vers 2, die alle davon sprechen, dass Gott die Nachfahren des Hauses Israel und die Nachfahren des Hauses Juda zusammen aus der Gefangenschaft herausführen und ins gelobte Land bringen wird. Und es wird zu einem Zeitpunkt geschehen, wenn Gott den David auferwecken wird. Es geht um den Zeitpunkt der Auferstehung von den Toten, der Gerechten. Und David wird dann herrschen, natürlich unter Jesus Christus, über das Haus Israel und Juda. Schauen Sie, es wird ja Jesus Christus den Thron seines Vaters David einnehmen, wenn er zurückkommt. Wie ich sagte, auf diesem Thron sitzen heute die Briten. Und er wird bestehen bleiben, bis Christus zurückkommt. Schauen wir uns kurz an, was die Einstellung sein wird vom Hause Israel und vom Hause Juda, wenn sie begreifen, warum ihnen das Unglück geschehen ist. Und das Unglück wird abgelöst werden durch Freude und Wohlstand. Das ist das, was wir zum Beispiel im Millennium erleben werden. Das ist das, was zum Beispiel das kommende Laubhüttenfest uns zeigen wird, symbolisieren wird. Eine Zeit des Wohlstands, des Friedens wird anbrechen. Eine Zeit, wie sie diese Welt noch nie erlebt hat. Und die Menschen werden dann dankbar sein für das, was Gott in ihrem Leben getan hat. Die Frage ist, sind wir heute dankbar für das, was Gott tut? Schauen Sie, wenn wir heute Unglück haben, wenn wir heute Probleme haben, erkennen wir, dass vielleicht Gott in unserem Leben wirken mag, um uns aufzuwecken, um uns etwas zu zeigen? Oder versuchen wir, alles auf natürliche Art und Weise erklären zu wollen, meinend, dass Gott keinerlei Anteil hat in unserem Leben? Im Buch Jeremia, Kapitel 31, lesen wir Vers 2. Jeremia Kapitel 31 und Vers 2. So spricht der Herr. Das Volk, das dem Schwert entronnen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Israel zieht hin zu seiner Ruhe. Das Millennium wird eine Zeit der Ruhe sein, des Friedens, der Ruhe vom Krieg. Und wiederum ist hier die Jungfrau Israel angesprochen in Vers 4. Eine Jungfrau, die sich gereinigt hat von ihren Sünden, die jetzt in Gottes Augen eine Jungfrau ist. Die war es ja keineswegs vorher. Schauen wir uns auch kurz eine Stelle an, in Kapitel 32, Jeremia Kapitel 32, angefangen Vers 37. Auch hier wiederum kann ich nur einige Stellen auszugsweise vorlesen, aber Sie werden den Überblick schon erhalten hier. Jeremia Kapitel 32 und angefangen Vers 37. Siehe,
Ich will sie sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie verstoßen in meinem Zorn, Grimm und großem Unmut, und will sie wieder an diesen Ort bringen, dass sie sicher wohnen sollen. Und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und ich will ihnen einerlei Sinn und einerlei Wandel geben, dass sie mich fürchten ihr Leben lang, auf dass es ihnen wohl gehe und ihren Kindern nach ihnen. Schauen Sie, im Millennium werden Kinder geboren werden, wie ich schon sagte. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht ablassen will, ihnen Gutes zu tun, und will ihnen Furcht vor mir ins Herz geben. Wahre Gottesfurcht. Furcht, seine Gebote zu übertreten. Ehrfurcht ist hier angesprochen. Dass sie nicht von mir weichen. Darum geht es. Vers 41. Es soll meine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Und ich will sie in diesem Lande einpflanzen, ganz gewiss, von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Denn so spricht Gott der Herr, Vers 42, gleich wie ich über dieses Volk all dies große Unheil habe kommen lassen, so will ich auch alles Gute über sie kommen lassen, das ich ihnen zugesagt habe. Und glauben Sie wirklich, wenn das geschehen wird, die Menschen werden dann undankbar sein, die werden dann nach wie vor Gott ablehnen wollen? Keineswegs. Keineswegs. Wir lesen ja sogar, dass sie bereit sind, dann ihre Schwerter zu Pflugscharen umzuschmieden, dass sie nicht mehr lernen wollen, Krieg zu führen. Wenn man das heute den Menschen sagen würde, die würden einen ja total auslachen. Krieg ist doch eine Notwendigkeit, man muss doch Krieg führen. Ja, und das wird dann dazu kommen, dass die ganze Welt höchstwahrscheinlich vernichtet werden würde. Nicht nur höchstwahrscheinlich, sondern vernichtet werden würde, wenn nicht Christus eingreifen würde, um dies zu verhindern. Soweit hat uns unser Weg, unsere Einstellung gebracht. In Kapitel 50, Jeremia Kapitel 50, die Verse 19 und 20. Jeremia Kapitel 50, die Verse 19 und 20. Israel aber will ich wieder heim zu seiner Wohnung bringen, dass sie auf dem Karmel und in Baschan weiden und sich sättigen sollen auf dem Gebirge Ephraim und Gilead. Zur selben Zeit, in jenen Tagen, wird man die Missetat Israels suchen, spricht der Herr, aber es wird keine da sein. Und die Sünden Judas, wiederum zwei verschiedene Völkerschaften werden angesprochen, aber es wird keine gefunden werden. Denn ich will sie vergeben, denen, die ich übrig bleiben lasse. Schauen Sie, eine Bekehrung wird stattfinden. Dann wird sich das Haus Israel und das Haus Juda zu Gott bekehren. Sie werden ihre Sünden bereuen. Sie werden Jesus Christus als den alleinigen Weg zum Heil anerkennen, sein Opfer, das er uns gebracht hat, zur Vergebung unserer Sünden. Und sie werden dann Vergebung finden. Das Gleiche ist uns heute diejenigen, die Gott berufen will, zu seiner Wahrheit angeboten. Auch wir können dies tun, wenn uns die Augen geöffnet werden für die Wahrheit. Und wenn das geschieht, dann werden diese Sünden nicht mehr existieren in Gottes Augen. Er wird nicht mehr an sie denken. Es ist so, als ob sie niedergeschrieben worden sind in einem Buch und dann werden sie ausgelöscht werden, ausradiert. Schauen Sie, das ist die wunderbare Wahrheit, die uns Gott offenbart. Aber man muss es auf die richtige Weise tun. Man muss den richtigen Weg gehen, man muss die richtige Erkenntnis akzeptieren, die uns Gott offenbart. Und nur wenn Gott ihnen die Wahrheit offenbart und ihre Augen öffnet, können sie die Wahrheit begreifen. Schauen Sie, eine wunderbare Zeit ist prophezeit, aber zunächst einmal unglaubliches Unglück. Unglaubliche Geschehnisse stehen uns bevor. Jetzt kurz zur Frage, warum. Warum wurde Israel und Juda damals in die Gefangenschaft geführt? Was waren die Hauptgründe? Und da sich Gott ja nicht ändert, es heißt ja deutlich, Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit, kann man davon ausgehen, dass die zukünftige Gefangenschaft, die prophezeit ist für Israel und Juda und dann auch im Hinblick auf alle anderen Völker, denn es wird große Versklavung unter allen Völkern geben, dass dies die Hauptgründe sein werden. Nun, ich könnte eigentlich jetzt beide Kapitel in ihrer Gesamtheit vorlesen, aber die Zeit fehlt mir. Aber ich möchte kurz zunächst einmal auf Hesekiel 23 eingehen. Hesekiel 23. Da wird uns nämlich klar und deutlich gesagt, warum damals Israel und Juda in die Gefangenschaft geführt wurden. Die werden hier verglichen mit zwei zuchtlosen Schwestern, mit Ohala und Oholiba. Und es wird klar gesagt in Vers 4, dass Ohala
Samarien ist. Samaria, mit anderen Worten das Nordreich, das Haus Israel. Und dass Oholiba Jerusalem ist, die Hauptstadt des Südreiches, also des Hauses Juda. Und es wird zunächst einmal davon gesprochen, dass die mit den Assyrern und den Ägyptern und den Chaldäern und den Babyloniern gehurt haben. Nun, das muss man jetzt im geistlichen Sinne verstehen. Sie haben Abgötterei betrieben, Götzendienst. Und es werden diese ganzen Völkerschaften hier in diesem Kapitel aufgeführt. Und dann heißt es hier interessanterweise, dass diese Völkerschaften, mit denen sie Hurerei betrieben haben, Abgötterei betrieben haben, mit denen sie Verträge eingegangen sind, Bündnisse, die aber keineswegs im Sinne Gottes waren, dass die sich dann gegen sie wenden werden. Das war damals der Fall, das wird heute der Fall sein. Heute sieht man noch gewisse Bündnisse und Vereinbarungen auf freundlicher Basis, sagen wir einmal, zwischen Amerika und Deutschland. Das wird sich ändern in naher Zukunft. Es ist bereits jetzt schon dabei, sich zu ändern, wenn man die Weltnachrichten verfolgt. Und er sagt hier in Vers 36, und der Herr sprach zu mir, du Menschenkind, willst du nicht Ohala und Oholiba richten? Zeige ihnen ihre Gräueltaten, wie sie Ehebruch getrieben. Nun, das kann ganz wörtlich der Fall sein, und das ist bei vielen Menschen auch ganz wörtlich der Fall, aber es geht hier natürlich auch um die geistliche Komponente. Die haben Ehebruch getrieben, geistlich gesehen, die haben Götzendienst betrieben, die haben sich von Gott abgewandt, Abgötterei. Und sie haben Blut vergossen. Und sie haben die Ehe gebrochen mit ihren Götzen. Schauen Sie, darum geht es. Und wie sie ihnen noch dazu ihre Kinder, die sie mir geboren hatten, zum Fraß darbrachten, wie indem sie die auch gelehrt hatten, diese Götzen zu verehren und dann natürlich sich selbst Unheil erzeugt haben. Vers 38. Überdies haben sie mir das angetan. Sie haben noch am gleichen Tag mein Heiligtum unrein gemacht und meine Sabbate entheiligt. Nun, das Haus Israel heiligt Gottes Sabbat überhaupt nicht mehr. Die haben gar keine Ahnung davon, dass der siebte Tag der Woche, der Tag von Freitagabend bis Samstagabend, ein gottheiliger Tag ist, der geheiligt werden muss. Die meisten heiligen Anführungszeichen den Sonntag, tun es auch nicht, sogar so, wie wenn es der richtige Tag wäre. Aber sie heiligen den Sabbat keineswegs. Nun, die Juden haben zumindest den Sabbat noch. Aber heiligen sie den, so wie Gott es vorgeschrieben hat, in keinster Weise. Auch sie entheiligen den Sabbat, indem sie nicht so leben, wie Gott es vorgeschrieben hat. Selbst zur Zeit von Christus hatten ja die Pharisäer aus dem Sabbat ein Joch gemacht. Darum ging es ja nicht. Und Christus kam, um uns zu zeigen, wie der Sabbat gehalten werden muss. Er sagte ja, der Sabbat ist für den Menschen gemacht worden. Nicht der Mensch für den Sabbat, aber das bedeutet auch, er ist nicht nur für den Juden gemacht worden, sondern für den Menschen. Als der Sabbat geschaffen wurde, zur Zeit von Adam und Eva, da gab es ja noch gar keine Juden, da gab es ja noch gar kein Israel. Er ist für den Menschen erschaffen worden und der Mensch soll ihn halten. Und damals hatte Gott es ganz eindeutig dem Haus Israel und Haus Juda offenbart, dass der Sabbat zu halten ist. Aber sie haben auf der einen Seite ihn total abgelehnt und auf der anderen Seite ihn entheiligt. Und so lesen wir zurückkehrend jetzt zu Ezekiel Kapitel 20, wo Gott ganz spezifisch wird, warum damals das Haus Israel und das Haus Juda in die Gefangenschaft geführt worden sind. Einen Grund hatten wir bereits gesehen, Abgötterei, Götzendienst. Hier wird der zweite Hauptgrund erwähnt. In Ezekiel Kapitel 20, da lesen wir in Vers 10. Als ich sie aus Ägyptenland geführt und in die Wüste gebracht hatte, da gab ich ihnen meine Gebote und lehrte sie meine Gesetze, durch die der Mensch, nicht nur der Jude, nicht nur der Israelit, nicht nur der Deutsche oder der Österreicher oder der Schweizer, der Mensch lebt. Durch die der Mensch lebt, der sie hält. Ich gab ihnen auch meine Sabbate. Es geht hier um den wöchentlichen Sabbat und die jährlichen heiligen Tage, die auch Sabbate genannt werden. So gab ich ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Wenn wir den Sabbat halten, wenn wir die jährlichen Festtage wie den Posaunentag halten, dann ist das ein Zeichen zwischen uns und Gott,
dass Gott uns heiligt. Und es ist auch ein Zeichen für andere, dass wir jedenfalls anders sind als die, die eben diese Tage nicht halten. Vers 13, aber das Haus Israel war mir ungehorsam in der Wüste. Also es geht hier hauptsächlich um das Haus Israel. Und so heißt es hier in Vers 13, sie entheiligten meine Sabbate sehr. Zunächst einmal hielten sie noch, aber nicht auf die richtige Weise. Und jetzt haben sie heute das Wissen um den Sabbat total verloren. Dann lesen wir in Vers 18. Und ich sprach zu ihren Söhnen in der Wüste. Ihr sollt nicht nach den Geboten eurer Väter leben und ihre Gesetze nicht halten und mit ihren Götzen euch nicht unrein machen. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Wenn ihre Eltern nicht so gelebt haben, wie Gott es vorgeschrieben hat, vielleicht weil sie gar nicht die Wahrheit kannten, ist das für sie keineswegs eine Entschuldigung, es denen gleich zu tun. Wenn Gott ihnen die Augen öffnet, haben sie die Verpflichtung, auf diese Wahrheitserkenntnis zu reagieren. Er sagt, ich bin der Herr, der euch, euer Gott, nach meinen Geboten sollt ihr leben und meine Gesetze sollt ihr halten und danach tun und meine Sabbate sollt ihr heiligen, Vers 30, dass sie ein Zeichen seien zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich der Herr, euer Gott bin. Schauen Sie, was Gott uns hier sagt, ist, dass wenn wir seine Sabbate nicht halten, dann wissen wir auch nicht, dass Gott unser Herr ist. Egal wie oft man auch irgendwie Gott in seinem Munde nennen mag. Das ist ein Zeichen für Gott, für uns selbst, dass wir erkennen, dass wir Teil seines Leibes sind. Des Leibes Christi, wenn in uns der Heilige Geist wohnt. Vers 21. Aber auch die Söhne waren mir ungehorsam. Lebten nicht nach meinen Geboten, hielten auch meine Gesetze nicht, dass sie danach taten, durch die der Mensch lebt, der sie hält, und entheiligten meine Sabbate. Und wiederum wird in Vers 24 gesagt, er sagte nämlich, ich schwor ihnen, dass sie nicht in meine Ruhe einkehren würden, weil sie meine Gebote nicht gehalten und meine Gesetze verachtet und meine Sabbate entheiligt hatten und nach den Götzen ihrer Väter sahen. Darum gab auch ich ihnen Gebote. Aber der Sinn hier ist, Gott ließ es zu nun, dass die sich jetzt selbst Gebote schufen, dass die sich selbst Gesetze erließen. Gebote, die nicht gut waren. Gesetze, durch die sie kein Leben haben konnten. Schauen Sie, meine Damen und Herren, wie wichtig das ist. Wenn Sie meinen, Sie könnten den Sabbat, einen Tag, der Gott heilig ist, durch den Sonntag ersetzen und sagen, okay, ich will also jetzt Gott nicht mehr am Sabbat anbeten, sondern am Sonntag. Ist das laut den Aussagen Gottes ein Gesetz, das nicht gut ist? Ein Gesetz, durch das man nicht lebt, wenn man es tut. Warum? Weil es nicht von Gott autorisiert ist. Gott akzeptiert solche Art von Heiligung, Anbetung nicht. Er sagt, und ich ließ sie unrein werden, Vers 26, durch ihre Opfer, als sie alle Erstgebot durchs Feuer gehen ließen. Schauen Sie, wir können das heute auf unsere Situation auch dahingehend anwenden, dass viele ihre Erstgeburt umbringen, durch Schwangerschaftsabbruch. Wissen Sie, wie viele Kinder durch Schwangerschaftsabbruch ermordet werden? Damals hatten sie ganz buchstäblich die Erstgebot durchs Feuer gehen lassen. Heute werden die meisten noch gar nicht erst mal geboren, aber es sind nach wie vor Erstlinge, die noch im Mutterleibe sind. Wie auch heute wir, wenn wir geistliche Israeliten sind, wenn wir Christen sind, gezeugt sind durch Gottes Geist und die Kirche ist unsere Mutter, die uns lehrt. Und wenn wir uns von der Kirche abwenden, dann begehen wir in gewisser Weise selbst erzeugten Schwangerschaftsabbruch. Gott war zornig darüber, dass die ihre Kinder auf diese Weise damals töteten durch diesen Götzendienst. Und er ist mit Sicherheit zornig darüber, dass wir heute unsere Kinder durch Schwangerschaftsabbruch umbringen. Kinder, deren Potenzial es ist, Gott zu werden, teilzuwerden an der Familie Gottes. Nun, die werden ihre Gelegenheit noch bekommen, die werden schon wieder auferweckt werden, darum geht es mir aber nicht. Aber das bedeutet nicht, dass die Eltern jetzt schutz- oder schuldlos sind, wenn sie so etwas tun. Gott war damals zornig darüber, Gott ist heute zornig darüber. Und viel wird noch in diesem Kapitel gesagt. Es geht wiederum darum, dass sie
nicht willens waren, Gottes Gesetze zu halten. Hauptsächlich das Gesetz gegen Götzendienst. Hauptsächlich das Gesetz gegen die Sabbat oder für die Sabbatheiligung. Und hier werden diese beiden Gründe hauptsächlich erwähnt, warum Gott damals das Haus Israel und das Haus Juda in die Versklavung geführt hat. Die gleichen Gründe existieren auch heute. Natürlich dann auch die Kriege. Wir hatten ja gelesen, die haben Blut vergossen und so weiter und so fort. Lesen wir kurz Vers 40 im gleichen Kapitel in Ezekiel 20. Da heißt es, denn so spricht Gott der Herr. Auf meinem heiligen Berge, auf dem hohen Berge Israels, da wird mir das ganze Haus Israel dienen. Alle, die im Lande sind. Da werde ich sie gnädig annehmen. Und da will ich eure Opfer und eure Erstlingsgabe fordern. Und alle eure heiligen Gaben, dann werden sie Gott in wohlgefälliger Weise dienen. Das ist in der Zukunft. Zunächst einmal kommt das Unglück. Das Unglück, das damals über sie hereingebrochen ist, das Unglück, das heute über sie hereinbrechen wird, in der nahen Zukunft. Zum Abschluss, meine Damen und Herren, was ist die Aufgabe der Kirche Gottes heute? Warum gebe ich Ihnen eine Predigt wie die heutige, die also auch auf das Posaunenfest anspielt? Es gibt viele Gründe, es gibt viele Aspekte. Aber ich möchte, weil wir uns hauptsächlich heute im Buch Ezekiel bewegt haben, Ezekiel Kapitel 33 vorlesen zum Abschluss. Ezekiel Kapitel 33, angefangen Vers 1. Und ich glaube, es wird Ihnen deutlich werden, warum ich diese Predigt heute gegeben habe und manchmal sogar mit sehr großer Emotion. Da heißt es hier, und des Herrn Wort geschah zu mir. Ezekiel 33, jetzt Vers 2. Du Menschenkind, rede zu den Söhnen deines Volkes und sprich zu ihnen, wenn ich das Schwert über ein Land bringe und das Volk des Landes nimmt einen Mann aus seiner Mitte und macht ihn zu seinem Wächter und er sieht das Schwert kommen über das Land und bläst die Posaune und warnt das Volk. Eine andere Stelle sagt uns, erhebe deine Stimme wie eine Posaune. Und zeige meinem Volk seine Sünden und seine Übertretungen. Sehen wir den Aspekt des Posaunenfestes hiermit eingeschlossen. Vers 4. Wer nun den Hall der Posaune hört und will sich nicht warnen lassen, und das Schwert kommt, nimmt ihn weg, dessen Blut wird auf seinen Kopf kommen. Denn er hat den Hall der Posaune gehört. Sie haben heute den Hall der Posaune gehört und sich dennoch nicht warnen lassen. Darum wird sein Blut auf ihn kommen. Wer sich aber warnen lässt, der wird sein Leben davonbringen. Und was sagt Gott jetzt zu denen, die auch die Wahrheit kennen, aber sich nicht dazu bereit erklären, vielleicht Angst haben, sich davor scheuen, diese Warnung auszusprechen? In Vers 6, wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und nicht die Posaune bläst und sein Volk nicht warnt und das Schwert kommt und nimmt einen von ihnen weg, so wird der wohl um seiner Sünde willen weggenommen. Aber sein Blut will ich von der Hand des Wächters fordern. Schauen Sie, die Verantwortung, die wir als Wächter haben, ist eine sehr große. Ich möchte nicht in eine Situation stecken, wo Gott mir sagen wird, du hast die Wahrheit gekannt, du hast dich geweigert, sie zu verkünden. Das Blut derer, die über diese Menschen gekommen sind, will ich von dir fordern. Lieber will ich unter den Grimm der Menschen geraten, als unter den Grimm Gottes. Es heißt hier, wenn, Vers 11, oder wenn Vers 8 jetzt, ich nun zu dem Gottlosen sage, du Gottloser musst des Todes sterben. Und du sagst ihm das nicht. Mit anderen Worten, hier ist jemand, der gottlos handelt, der die Sabbate übertritt, der die Gesetze Gottes übertritt, der Götzendienst betreibt, der an die Irrlehre der Jungfrau Maria glaubt, die sündenlos war und so weiter und so fort. Und Gott sagt, und du sagst ihm das aber nicht. Du weißt die Wahrheit, aber du sagst ihm das nicht. Damit du den Gottlosen vor seinem Wege warnst, so wird er, der Gottlose, um seine Sünde willen sterben. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Warnst du aber den Gottlosen vor seinem Wege, dass er von ihm umkehre, und er will von seinem Wege nicht umkehren. Schauen Sie, meine Warnung, unsere Warnung, die Warnung der Kirche Gottes ist die, den Gottlosen vor seinem Wege zu warnen. Aber dann liegt es an dem Gottlosen, was er tun will. Und Gott sagt hier, du warnst ihn,
umzukehren, er will nicht umkehren, so wird er um seiner Sünde willen sterben. Aber du hast dein Leben errettet. Aber Gott fährt noch fort zu sagen: Und nun, du Menschenkind, sage dem Hause Israel, den Nachfahren von Ephraim und Manasse hauptsächlich, aber natürlich sind andere Menschen auch mit eingeschlossen. Ihr sprecht: Unsere Sünden und Missetaten liegen auf uns, dass wir darunter vergehen. Wie können wir dann leben? So spricht zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen. Schauen Sie, der Sünde sollt ist der Tod. Aber Gott sagt, ich habe kein Gefallen daran, dass der Gottlose stirbt, sondern daran habe ich Gefallen, dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Und um es jetzt geistlich auszusprechen, warum wollt ihr sterben, ihr Mitglieder der wahren Kirche Gottes? Kehrt um, wenn es eine Umkehr bedarf. Wartet nicht zu lange. Gott hat uns gezeigt, was kommen wird in naher Zukunft. Wir können sehen anhand der Ereignisse, die stattfinden, wie nahe diese Ereignisse sind. Die gute Nachricht ist, Jesus Christus wird zurückkommen. Er wird diesem Wahnsinn ein Ende machen. Die wahren Christen, die gestorben sind in Christus oder die noch leben werden, die werden dann Teil und Mitglieder der Gottfamilie sein. Gott sein! Mit Gott! Jesus Christus, unter ihm herrschen, um der Welt Frieden zu bringen. Aber bevor diese wunderbare Zeit anbricht, wird es sehr viel Unheil geben. Eine Zeit, wie es sie noch nie gegeben hat, seit es Menschen gibt auf Erden. Und auch nie wieder werden wird. Wir sind gewarnt. Beachten wir die Warnung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.